Ein hervorragendes Ausstellerangebot, internationales Fachpublikum mit durchweg hoher Kompetenz und ein deutlich verbessertes wirtschaftliches Umfeld. Die Zutaten für die weltweit größte Fachmesse der Blechbearbeitung Euroblech waren in diesem Jahr genau die richtigen. Nach der wirtschaftlich schwierigen vergangenen Zeit herrschte Ende Oktober in Hannover wieder eine positive Grundstimmung in der Branche. Die Resonanz war extrem gut, nachdem wir eben aus diesem Krisenjahr 2009 uns jetzt mit voller Fahrt auch herausbewegen. Insofern haben wir 1455 Aussteller aus 43 Ländern hier vertreten. Das ist nur unwesentlich weniger als im Rekordjahr 2008, denn die Messe steht ja auch unter dem Motto Zeit für Innovationen. Und die Aussteller hatten Zeit und haben auch das Krisenjahr genutzt, um entsprechend sich da weiter zu bewegen und hier wirklich was Tolles zu zeigen. Insgesamt kamen an den 5 Messetagen über 61.000 Besucher zur Euroblech. Fast jeder Zweite war dabei mit einer klaren Kaufabsicht zur Messe gekommen, so der Euroblech-Veranstalter MacBrooks Exhibitions. Schwerpunkte der Messe waren die Energie- und Ressourceneffizienz, Leichtbau, Werkstoffforschung, der Multimaterialmix, Umformung und Laserbearbeitung. Unter dem Motto Zeit für Innovationen präsentierten die Unternehmen wieder aktuelle Entwicklungen und Produkte. Wir präsentieren hier unter anderem drei Highlights. Das sind zum einen unsere neue Strongcoat-Beschichtung für hervorragenden Korrosionsschutz. Zum anderen sind das benitische Stähle als Warmbandprodukt und feuerfeste DP-Stähle. Beides für die Verwendung im Automobilbau, für Karosserie und Chassis. Und zum dritten eine Neuinnovation aus unserem Hause, nämlich der HSD-Stahl. HSD-Stahl ist ein hochmanganhaltiger Stahl. HSD steht für High Strength Ductility, das heißt höchste Festigkeit bei guter Verformbarkeit. Das sind Eigenschaften, die normalerweise bei konventionellen Stählen gegenläufig sind. Der HSD-Stahl vereinigt diese beiden Attribute. Über innovative Produkte und neue Entwicklungen informierte sich auf der Euroblech in Hannover aber nicht nur das Fachpublikum. Auch der niedersächsische Landesfinanzminister Hartmut Möllring wollte sehen, wie es den heimischen Unternehmen der Branche derzeit geht. In der Stahlindustrie bauen Anlagen, Sonderanlagen für die Stahlindustrie im Bereich Wandanlagen, Walzwerkstechnik, Längsteilanlagen, Verpackungsanlagen, Keulverpackungsanlagen. Das ist einmal der Distrapper von unserem Tochterunternehmen aus Schweden entwickelt, um automatisch Umreifungsbänder von den Coils zu entfernen. Wir sind ein innovatives Unternehmen. Das zeigt sich darin, dass wir mit der Uni Hannover hier eine Gleit-CV-Anlage ausstellen. Wir werden dann im Nachgang das auswerten und gegebenenfalls eine Pilotanlage bzw. Produktionsanlage für dieses Verfahren mit der Uni Hannover herzustellen. Auch der Stahlmarkt, Fachmagazin für die Stahldistribution und verwandte Branchen, war in Hannover mit einem eigenen Stand und einem sehr gut besuchten Branchentreff am ersten Messetag präsent. Die nächste Euroblech findet im Oktober 2012 statt.